Ob R10, R6 Mark II oder C70, egal welche spiegellose Canon-Kamera du nutzt, hier ist auf jeden Fall was für jeden mit dabei. Canon stellt nämlich insgesamt 4 neue Objektive vor und erweitert ihr RF-Portfolio auf insgesamt 41 Linsen und Konverter. Wir schauen uns heute alle 4 Objektive an und erzählen euch, welche wir besonders spannend finden. 4 neue Objektive ist nicht ganz richtig, denn eigentlich kam tatsächlich schon Anfang Oktober das 10-20mm F4 LI SSTM. Das 10-20 ist auf jeden Fall das interessanteste Ultraweitwinkel auf dem Markt. Eigentlich ist es sogar einzigartig. Fangen wir mal mit der Größe und dem Gewicht an. Denn trotz der weiten Brennweite ist das Objektiv mit knapp 11 cm verdammt klein und bringt nur 570 Gramm auf die Waage. Natürlich ist es, wie alle Objektive der L-Serie, auch staub- und spritzwassergeschützt und damit überall einsetzbar. Spannend an diesem Objektiv ist aber nicht nur der extreme Weitwinkel. Was das Objektiv erst so richtig interessant macht, ist der Fakt, dass es dabei kaum unnatürliche Verzerrungen aufweist, wie es zum Beispiel bei einem Fischei-Objektiv vorkommt. Gerade Linien bleiben, nun ja, gerade. In diesem Beispiel haben wir frontal auf eine Fassade gefilmt und dabei langsam nach rechts und links geschwenkt. Hier erkennt man, wie gut dieses Objektiv korrigiert ist, denn das Bild wird zwar ordentlich gezerrt, aber nicht unnatürlich gebogen. Der dritte wichtige Punkt ist der verbaute optische Bildstabilisator, der das Bild insbesondere in den Ecken stabilisiert, ohne dabei optische Bildfehler zu erzeugen. Das ist für ein Objektiv mit diesem extrem Weitwinkel definitiv ein spannendes Feature. Wie ihr hier seht, kann man mit dem Objektiv echt viel Spaß haben und echt einzigartige Aufnahmen erzeugen. Auch die Nahschallgrenze von 28 cm ermöglicht spannende Perspektiven, sowohl im Foto als auch im Video. Aber jetzt mal zu den wirklich neuen Objektiven, wobei die nicht weniger interessant sind. Es gibt nämlich noch ein neues 24-105mm und das hat es echt in sich. Nehmen wir das 24-105 Blende 4L, verschmelzen es mit dem 24-70 f2.8L, würzen es noch ein wenig und schon erhalten wir das neue 24-105mm f2.8LI USMZ. Wofür das Z im Namen steht, klären wir aber gleich noch. Auch diese Linse ist einzigartig auf dem Markt. Denn den Brennweitenbereich kombiniert mit einer durchgehenden Offenblende von 2.8 kennen wir sonst für Vollformat einfach nicht. Mit diesem Objektiv stellt Canon aber ein ganz neues Objektivkonzept für das hybride Arbeiten vor. Denn es soll für Fotografen und für Videografen gleichermaßen spannend sein. Wobei wir dazu noch ein, zwei Anmerkungen haben. Vorher aber mal ein paar Worte zur Bauweise. Das Objektiv ist schon deutlich größer als das 24-70, gleichzeitig aber doch recht kompakt, wenn wir bedenken, was für eine Brennweite wir hier mit der Linse abdecken. Es kommt mit einem Innenzoom, fährt also beim Zoomen nicht heraus und auch die Gewichtsverlagerung ist sauber gelöst. Gleichzeitig hat es kein sichtbares Fokusbriefing und ist auch parfokal korrigiert, sprich der Fokuspunkt bleibt beim Zoom auch derselbe. Wo wir gerade beim Fokus sind. Durch die 45 cm Nahschallgrenze, die 2.8er Offenblende, die 23 verschiedenen Linsen und die 11 Blendenlamellen ist das Bokeh butterweich und rund. Neben Fokus, Zoom und programmierbaren Ring ist noch ein manueller Blendenring mit an Bord und über den müssen wir uns kurz unterhalten. Über den Blendenring lässt sich die Blende im Videomodus sehr smooth und stufenlos verstellen. Wir sagen hier aber bewusst im Videomodus, denn hier kommt ein kleiner Knackpunkt. Im Fotomodus ist dieser Ring zum aktuellen Zeitpunkt absolut überflüssig, denn sobald die Kamera im Fotomodus ist, lässt sich die Blende nicht mehr über den Ring steuern, sondern muss über die Kamera eingestellt werden. Warum das so ist, können wir leider nicht beantworten, wir würden uns aber auf jeden Fall ein Software-Update wünschen. Das Objektiv ist unserer Meinung nach aber sowieso spannender für Filmemacher und das führt uns auch direkt zum Z im Namen, denn es gibt außen noch eine Besonderheit. Am Objektiv sind Kontakte und verschiedene Gewinde, denn Canon plant für Anfang 2024 zwei externe Power-Zoom-Motoren, die in den Zoomring des Objektivs greifen und die motorisierte Bedienung des Objektivs ermöglichen. Warum zwei? Naja, es gibt einen zweiten, etwas professionelleren Motor, der mit einem 20-Pin-Anschluss für die Integration in verschiedene Produktionsumgebungen kommt. Damit lässt sich der Zoom-Motor beispielsweise mit dem externen Servogriff oder dem Zoom-Demand-Griff verbinden. Die beiden Motoren sind für März 2024 geplant, also wer da Interesse dran hat, muss sich leider noch etwas gedulden. Wer allerdings keine Geduld haben muss, sind Natur- und Sportfotografen. Denn das dritte neue Objektiv ist das 200-800mm Blende 6.3-9 IS USM.
Wie bei den anderen beiden Objektiven ist auch dieses eine absolute Neuheit, denn dieser Zoombereich ist bisher ebenfalls einzigartig auf dem Markt. Auch wenn es mit eingefahrenen 31 cm zwar nicht gerade klein ist, wiegt es dabei immerhin nur knapp 2 kg. Das ist auf jeden Fall ziemlich beachtlich. Wenn man sich aber denken kann, fällt das Objektiv hier beim Zoom heraus und wächst noch einmal um gute 9 cm. Wenn man dann noch die mitgelieferte Steuerlichtblende nutzt, ist es aber schon echt lang. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir bei der Reichweite von 200 bis 800 mm schon wirklich sehr viel Spielraum. Wer das Objektiv zum Film nutzen möchte, sollte sich aber im Klaren sein, dass das Zoom nicht gerade leicht von der Hand geht, denn obwohl man den Widerstand des Zoomrings verstellen kann, ist es doch recht fest. Dazu kommt dann noch, dass der Zoomring sehr weitläufig ist. Einhändig ist das Ganze also nicht ganz so einfach. Unsere Empfehlung ist ja also ganz klar, anders als wir, ein Stativ zu nutzen. Wenn ihr nun aber sagt, dass euch 800 mm noch immer nicht ausreichen, dieses Objektiv ist mit dem 1,4 oder 2-fach Telekonverter kompatibel. Maximal sind hier also 1600 mm möglich, aber halt mit Autofokus. Es gibt es ja bereits ein 800 mm aus dem Hause Canon, denn sie haben ja vor einiger Zeit ein recht erschwingliches Festbrennweitenobjektiv mit 800 mm und Blende 11 herausgebracht. Doch einer der großen Nachteile neben der Blende 11 ist die Nahschallgrenze von 6 Metern. Das neue 200 bis 800 mm schafft dagegen eine beachtliche Nahschallgrenze von 3,3 Meter bei 800 mm oder 80 cm bei 200 mm. Genauso stark ist der verbaute Bildstabilisator, der bis zu 5,5 Stufen bei 800 mm ausgleichen kann. Hier seht ihr dabei mal ein Sample von dem Objektiv an einer R5C, mit der man trotz des fehlenden Eibes stabile Aufnahmen machen kann. Als letzten Punkt möchten wir noch alle Naturfotografen beruhigen. Dieses Objektiv ist so gut abgedichtet wie ein L-Objektiv und kann ohne Bedenken auch bei schlechtem Wetter verwendet werden. Zu guter Letzt haben wir noch einen Zuwachs in der RFS, also APS-C-Reihe, das RFS 10 bis 18 mm Blende 4.5 bis 6.3 IS-STM. Diese Brennweite kennen wir bereits aus dem sehr beliebten EFS-Pendant mit denselben Werten, was vor allem bei Vloggern sehr beliebt war. Im Vergleich zum EFS ist die neue Version aber viel kleiner und leichter geworden und ist dabei perfekt für Kameras wie eine R10 oder R50 geeignet. Mit dem neuen Objektiv deckt der Hersteller nun nativ einen Bereich von 10 bis 210 mm über 4 Objektive im APS-C-Bereich ab, was das Gesamtpaket immer noch sehr kompakt für den Fotorucksack macht. Mit dem neuen Objektiv dürfte Canon vor allem wieder bei den Vloggern und Reisefotografen genau die richtige Brennweite getroffen haben. Man bekommt im Vlog locker 2 bis 3 Personen auf sein Bild, auch ohne sehr lange Arme haben zu müssen. Auch der verbaute Bildstabilisator leistet hier seinen Beitrag und ermöglicht ruhige Aufnahmen auch beim Gehen. Hier seht ihr einmal ein Beispiel an einer R10, die selber keinen Bildstabilisator besitzt. Landschaftsfotografen haben aber definitiv auch ihren Spaß mit diesem Objektiv, da dieses merklich schärfer als der Vorgänger und sehr gut korrigiert ist. Auch die Nahschallgrenze von bis zu 8,7 cm im manuellen oder 14 cm im Autofokus lassen keine Wünsche offen. Alles in allem zeigt Canon mit diesen 4 Objektivneuheiten mal wieder, wie wichtig ihnen ein umfangreiches Objektiv-Line-up ist. Die Geschwindigkeit, in der Canon hier neue Spitzenobjektive auf den Markt bringt, ist echt beachtlich. Aber das sind nicht nur gute Nachrichten für das Vollformatsystem, denn auch für Nutzer der APS-C-Kameras kommen hier immer mehr gute Zoom-Objektive. An der Stelle möchten wir aber dazu sagen, dass APS-C-Nutzer nicht nur auf APS-C-Objektive beschränkt sind, sondern dass es ja auch einige echt gute und erschwingliche Vollformat-Festbrennweiten gibt. Aber was haltet ihr von den neuen Objektiven und welches davon ist euer persönlicher Favorit? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.